Mein Dank gilt zunächst unseren jungen Musikern von der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld, Kevin Hemkemeyer, Leonard Sinz und Benjamin Dinte. Sie haben unsere heutige Preisverleihung eröffnet und werden die Veranstaltung musikalisch begleiten. Dafür recht herzlichen Dank. Ich darf Sie im Namen des Kuratoriums und des Vorstandes unserer Stiftung recht herzlich zur 17. Verleihung des Regine-Hillebrand-Preises begrüßen. Wir freuen uns, dass wir die Verleihung dieses Ehrenpreises hier im Rottstehlsaal unseres alten Bielefelder Rathauses vornehmen können. Dafür bedanken wir uns recht herzlich bei unserem Oberbürgermeister, Herrn Piet Clausen, der wieder bei uns ist und im Anschluss Sie auch persönlich begrüßen wird. Herzlichen Dank. Das Schwerpunktthema unserer heutigen Preisverleihung ist die Familie als wesentliches Element unserer Gesellschaft, und zwar in der Definition von Regine Hillebrand. Und damit meinte sie nicht allein Vater, Mutter, Kind mit Trau- und Taufstein, sondern ebenso Alleinerziehende, Lebenspartner und gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Familie in ihren guten, schlechten Tagen, sie ist Bestimmungskraft unserer Gesellschaft. Wo sie schwach wird, muss ihr geholfen werden. Dieses Zitat von Regine Hillebrand aus dem UNO-Jahr der Familie 1994 ist das Motto der diesjährigen Preisverleihung. Und damit wollen wir ein Zeichen setzen gegen wachsende Familienarmut in unserer Gesellschaft. Und besonders Familien mit einer geringfügig beschäftigten Person, wie auch Alleinerziehende und Mehrkinderfamilien, sind in unserem Land, einem der reichsten Länder der Welt, von Einkommensarmut betroffen. Und besonders Kinder haben darunter zu leiden. Und damit Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien nicht länger benachteiligt und ausgegrenzt werden, brauchen wir eine Diskussion über notwendige Alternativen in der Sozial- und Familienpolitik, aber auch über die Verteilung des Vermögens in unserer Gesellschaft. Und zu dieser Diskussion gehört auch die Steuerpolitik. Damit meine ich nicht die aktuelle Diskussion über Steuerhinterziehung, sondern ich will nur ein Beispiel dazu nennen. Wieso werden eigentlich in unserem Land Kapitaleinkünfte mit einem geringeren Steuersatz belegt als Einkünfte aus Arbeit? Und damit Mütter und Väter auch weiterhin, beziehungsweise überhaupt, berufstätig sein können, benötigen sie auch eine entsprechende, vom Staat bereitgestellte Infrastruktur und entsprechende finanzielle Unterstützung.
Geld und Infrastrukturleistungen dürfen keinesfalls gegeneinander ausgespielt werden. Beides ist gleichermaßen wichtig. Und dafür stehen unsere diesjährigen Preisträger. Begrüßen Sie mit mir Frau Dr. Christine Bergmann, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, AD, sowie Herrn Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Herzlich willkommen. Wir sind glücklich, eine Laudatorin gefunden zu haben, die als Politikerin, als Bundesministerin für Justiz unser Land mitgeprägt hat und zuletzt als Vertreterin der Verfassungsbeschwerde gegen den Fiskalpakt und Euro-Rettungsschirm. Entsprechend ihrem Grundsatz, Einmischen ist eben Pflicht in der Demokratie, begrüßen Sie mit mir unsere heutige Laudatorin, Frau Professor Dr. Hertha Deubler-Gmelin. Herzlich willkommen. Sind viele bekannte Gesichter hier. Ich werde eins heute nicht machen. Ich werde keine Politiker namentlich begrüßen. Denn das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, jemand zu vergessen. Das wird einem nicht verziehen. Ich möchte aber ganz herzlich begrüßen die Superintendentin der Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld, Frau Regine Burg. Herzlich willkommen. Ich möchte unsere ehemaligen Preisträger begrüßen, Herrn Eduard Wörmann und die Vertreter vom Widerspruch e.V. Der neue Veranstaltungsort, wir sind erstmalig hier im Rotstallraum, lässt es leider nicht zu, dass wir in den vergangenen Jahren Bielefelder Initiativen und Einrichtungen mit Informationsständen vertreten sind. Ich bitte dafür um Verständnis. Für eine Einrichtung haben wir Platz geschaffen. Ich begrüße ganz herzlich die Vertreter des örtlichen Kinderschutzbundes hier vorne mit einem Infostand. Herzlich willkommen. Abschließend noch ein Wort zum Warum dieses Preises. Es geht uns darum, die Persönlichkeiten bzw. Organisationen oder Projekte zu würdigen, die durch ihr Engagement zu einer Hilfe geworden sind für Menschen, die von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen sind. Hierfür möchten wir Dank sagen. Dies mit dem Regine-Hildebrand-Preis tun zu dürfen, ist für uns eine Ehre, die verpflichtet. Wir sind stolz darauf, dass die erste Preisträgerin und spätere Schirmherrin unserer Stiftung Regine Hildebrand ist, eine Frau mit Courage und eine Politikerin mit Herz, deren Wirken uns zum Vorbild geworden ist. Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf. Herzlichen Dank. Sehr verehrte, liebe Festversammlung, Sie alle miteinander. Immer wieder die große Freude für mich, hier in Bielefeld auf gut bekannte Menschen zu stoßen, auf wundervolle Menschen, die den Regine-Hildebrand-Stiftungspreis empfangen und auf Menschen zugleich, die mir vom Namen her sehr wohl bekannt sind, ein Begriff sind, denen ich bislang aber noch nicht begegnet bin. Die Familie steht im Mittelpunkt unserer Veranstaltung und unserer Jahresarbeit. Zerrüttet oder intakt, in welcher Form auch immer, Patchwork, ein Elternfamilie, klassisch adoptiv, homo. So erlaube ich mir, auf die eigene Familie zurückzukommen, die inzwischen ja auch eine unvollständige Familie ist, also keine ganz normale mehr. Meine drei Kinder, die selber schon Kinder haben, sie lassen herzlich grüßen. Immer wenn es um Neubenennungen geht, die Regines Namen betreffen oder eben um Preisverleihungen, dann sprechen wir in der Familie darüber. Manchmal höre ich die Frage, wieso werden mit diesem Preis Menschen und Einrichtungen geehrt, die sich schon längst selber ausgezeichnet haben, die fest geprägt sind in ihrer Hingabe für eine gerechtere, freiere, sozialere Welt. Lange bevor die Rede von Regine Hildebrand war. Menschen und Einrichtungen, die nicht auf das
Vorbild meiner Frau, unserer Mutter, angewiesen waren, die nicht deren Anschub brauchten, um in die Spur zu kommen, meist auf einer Strecke mit Gegenwind. Ich will der Laudatoren nicht vorgreifen. Ganz großen Dank an dieser Stelle, liebe Hertha, dass du zu uns gekommen bist. Du kennst dich allerbestens aus, sowohl mit den Preisträgern als auch mit der Namensgeberin. Regine ist verschiedentlich bei dir in Tübingen gewesen. Ich habe nachgeschaut, das Jahresmotto, von dem Harry Dominik schon gesprochen hat, das auch auf unserer Einladung steht, ist ein Zitat aus einem Vortrag, den sie im Januar 1994 in deiner Gegenwart gehalten hat, in der Eberhard-Karls-Universität. Bin ich zu leise oder bin ich zu verstehen? Ja, kräftig genug. Ich glaube nicht, dass das Mikrofon eingeschaltet ist. Ich hatte vorhin nicht den Eindruck. Also in der Karls-Universität bist du ihr begegnet bei diesem Vortrag. Das Thema damals zur Lage der Frauen und Familien im geeinten Deutschland. Aha, jetzt wird's. Gewusst wie, grüner Knopf. Den habe ich mit meinem Manuskript verdeckt. Aber ich bin, glaube ich, auch bislang angekommen, ja? Ich zähle aber weiter auf die Begegnung zwischen Hertha und Regine. Den Gustav-Heinemann-Bürgerpreis hast du ja 1993 übergeben. In Rastatt-Wahlkampf habt ihr miteinander gemacht. Im SPD-Parteivorstand seid ihr euch nahe gekommen und auch in die Haare gekommen. Das Stichwort Sterbehilfe ließ bei dir als Bundesjustizministerin alle Alarmglocken schrillen. Klarheit und Wahrhaftigkeit schätzt ihr einander und ich glaube, bis zum Schluss ist das so geblieben. Ich bin glücklich, dich unter uns zu sehen. Eben fragte ich, beziehungsweise meine Kinder fragten es, was vermag Regine Hildebrand jenen Personen zu geben oder jenen Initiativen, die längst schon vor ihr, also ohne sie, ihren zielgerichteten Weg gegangen sind. Das wird besonders deutlich beim Blick auf den Deutschen Kinderschutzbund. Im Gründungsjahr war Regine selber noch ein Kind und hat in Hamburg, ihrer Gründungsstadt, lieber Herr Hilges, hat in Hamburg im gleichen Jahr als 12-Jährige am Evangelischen Kirchentag teilgenommen, an der Hand ihrer Eltern und an der Hand ihres Gemeindepfarrers, meines Vaters. Das Motto damals, werft euer Vertrauen nicht weg. Und damit war damals sicher nicht nur gemeint, dass wir selber nicht das Vertrauen verlieren, sondern dass wir jenes Vertrauen nicht verspielen, das in uns gesetzt wird. Und, liebe Christine, du behauptest zwar in deinem vor wenigen Wochen erschienenen Buch, dass du erst nach der Wende von 0 auf 100 gekommen bist. Das mag auf die rein politischen Berufsstationen zutreffen, nicht aber auf dein vorangegangenes halbes Lebensjahrhundert. Wieder Borstigkeit in der Schule, dieser Ulbricht, dieser Staat ist unter aller Würde. Auflehnung in der Studentengemeinde, Depression des Prager Frühlings. Du hast jedenfalls nicht die FDJ-Sekretärin für SED-Agitation und Propaganda abgegeben. Du bist lange vor 89 in der Gethsemane-Kirche gewesen, bei den nicht gestatteten Oratorienaufführungen der Berliner Domkantorei, jenem Chor, in dem Regine und ich jahrzehntelang mitgesungen haben. Wir haben dich damals mehr oder weniger heimlich in unserer Adressenkartei erfasst. Du hast das Risiko damals nicht gescheut. Sagen will ich damit, es hat natürlich nicht Regine Hildebrands bedurft, um das Gesellschaft und Lebenswerk unserer Preisträger gelingen zu lassen. Es ist deren beeindruckend absolut selbstständige, eigenverantwortliche Aktion gewesen und im Fall des Kinderschutzbundes das beispielgebende Teamwork unzähliger engagierter
Mitarbeiter auch Ehrenamtlicher. Diese ihre unbeirrbare Selbstständigkeit, liebe Preisträger, oder sprechen wir im guten Sinne des Wortes von Eigenmächtigkeit, sie ist es, die sie auszeichnet. Und da erkenne ich die feste Klammer, die sie in jedem Fall mit Regine Hildebrand verbindet. Es ist diese fürsorgliche, ja manchmal umwerfende Gewalt, die Gewalt ihrer Anstrengung, ihrer Energie, lieber Heinz Hilger, liebe Christine Bergmann. Genau das nämlich war auch Regines Antrittsgesetz. Hier bin ich, hier nehme ich Verantwortung wahr, die ganze Verantwortung, ganzer Einsatz, keine halben Sachen. Und deshalb sehen wir es als Familie auch und vielleicht sogar eher so, dass meine Frau, unsere Mutter, geehrt wird, posthum durch sie und ihre Hingabe, liebe Preisträger. Und es ist gerade in diesem ungemein wichtigen Bereich, der heute das Thema ist, der hier im Mittelpunkt steht und der Regine Hildebrand zeitlebens von beherrschender Bedeutung war. Für uns als Familie große Freude, große Dankbarkeit, dass Sie es sind. Und wenn Sie die Auszeichnung offenbar auch als Ehrerweis betrachten, dann fügt sich zusammen über den Tod hinaus, was wirklich im besten Sinne zusammengehört. Und so gratulieren wir uns allen. Herzlichen Dank. Ja, liebe Christine Bergmann, lieber Herr Heinz Hilgers, liebe Hertha Däubler-Gmelin, lieber Franz Scheible, lieber Harry Domnick, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor wenigen Wochen kam ja eine Studie, mal wieder eine Studie der Bertelsmann Stiftung auf den Tisch. Da war das Thema die Generationengerechtigkeit. Im Ergebnis hieß es dort, dass die Industrienationen massiv die Zukunft der nächsten Generationen gefährden würden, und zwar durch Verschuldung, durch Umweltzerstörung und durch Kinderarmut. Ja, das mit der öffentlichen Verschuldung, meine Damen und Herren, das kennen wir jetzt seit Monaten im Zentrum jeder Diskussion, jede Talkshow, auf jedem Sender, jeder Stammtisch, in jeder Kneipe, auch jede Zeitung hat das schon 10-mal beleuchtet und wir haben in Deutschland 80 Millionen Experten dazu. Bei der Umweltzerstörung scheint mir das nicht so zu sein, das kommt nur gelegentlich wieder ins Zentrum der Diskussion, immer wenn mal wieder eine Katastrophe war, ein Bohrlochleck oder ein Giftgasunfall, dann reden wir da auch wieder alle drüber. Und dann wissen wir auch wieder alle, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Bei der Kinderarmut ist ein bisschen anders. Das verbinden wir in Deutschland, glaube ich, überwiegend mit Afrika und Mittelamerika. Aber Tatsache ist, Harry Domnick hat es schon angesprochen, dass Kinderarmut auch in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, besteht, und zwar in erheblichem Umfang. Das möchte ich heute gern aufgreifen, weil unter dem Stichwort, unter der Überschrift Familienpolitik kann man ganz viele Aspekte fassen. Ich glaube, einer der prominentesten, einer der wichtigsten ist dabei auch die Bekämpfung von Kinderarmut. In Bielefeld lebt heute jedes vierte Kind in Armut. Das sind im Alter bis zu 15 Jahren zurzeit in unserer Stadt 11.000 Kinder und Jugendliche. Heute hier in unserer Stadt. Die sind zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes auf die Hilfe des Staates angewiesen, auf sogenannte Transferleistungen, so nennen wir das. In unserer Stadt. Das alarmiert mich nicht nur als Oberbürgermeister, das beschämt mich als Oberbürgermeister. In einer Stadt, in der es privat auch sehr viel Reichtum gibt.
Bei den 0- bis 6-Jährigen liegt die Quote übrigens in einzelnen Stadtbezirken noch höher. Da ist fast jedes dritte Kind betroffen. Ich glaube, dass das Thema Bekämpfung von Kinderarmut ganz oben auf der politischen Agenda stehen muss. Und zwar im Bund, im Land und auch in den Kommunen, in den Städten. Tatsächlich diskutieren und entscheiden wir aber an diesem Thema vorbei. Wir blenden es immer wieder fahrlässig aus. Im Bund, im Land und auch in der Stadt. In Bielefeld diskutieren wir jetzt sehr engagiert, ob wir ein 8. Freibad saniert haben wollen. Dafür gibt es auch ein Bürgerbegehren. Viele Menschen engagieren sich. Tausende werden das unterstützen und unterschreiben. Die Politik hat gestern immerhin im Rat entschieden, dass sie kein städtisches Geld dafür ausgeben will. Aber das Bürgerbegehren und die Diskussion läuft so vor sich hin. Jetzt werden Sie fragen, ja, was hat das jetzt mit der Kinderarmut zu tun? Ich glaube, meine Damen und Herren, wir müssen uns klar machen, dass in Zeiten knapper öffentlicher Ressourcen alles mit allem auch zusammenhängt. Und die Ressourcen, die eine Stadt in die Sanierung und in den Betrieb eines 8. Freibades steckt, die kann sie dann nicht mehr für andere Zwecke einsetzen. Damit ich jetzt nicht missverstanden werde, ich will hier nicht ein Freibad gegen die Kinderarmut ausspielen. Darum geht's nicht. Aber ich möchte darauf hinwirken, dass wir in den vielen Debatten nicht immer nur die jeweiligen Einzelinteressen beleuchten und in den Mittelpunkt stellen, sondern dass wir vorrangig klären, was ist uns eigentlich wirklich wichtig in unserer Gesellschaft und was ist wirklich wichtig für unsere Gesellschaft. Und die sogenannte öffentliche Armut ist zumindest auch eine Verteilungsfrage. Auch das hat Harry Domnick schon angesprochen, abstrakter ausgedrückt eine Frage von Prioritäten. In Zeiten knapper öffentlicher Kassen und auch sich verändernder Bedarfe, ich nehme nur das Stichwort der Demografie, muss die Gesellschaft nicht nur klären, was sie will, sondern sie muss auch benennen, was es künftig nicht mehr geben soll. Und ich nehme wahr, dass uns das Letztere ganz außerordentlich schwerfällt. In der Stadt, im Land und im Bund. Aber es gehört zu unserer Verantwortung, meine Damen und Herren, eben das Ganze zu sehen und darauf zu achten, dass sich nicht die Einzelinteressen über das Gemeinwohl hinwegsetzen. Auch dafür, lieber Jörg, hat Regine immer gestanden und gefochten. Und das ist ein Kampf, der nie aufhört. Da braucht jede Zeit neue Antworten. Kinderarmut, meine Damen und Herren, können wir nicht mit kommunalen Instrumenten verhindern. Wir können nicht die Ursachen, die in der Lebenslage der Eltern begründet sind, beseitigen. Aber wir können etwas gegen die Folgen für die Kinder tun. Das machen wir in Bielefeld sehr engagiert. Wir nehmen eine Spitzenposition in Sachen U3-Betreuung ein. Aber zur Wahrheit gehört, der Kita-Ausbau kostet der Stadt Millionen, viele Millionen Investmittel. Und der spätere Kita-Betrieb, auch mit U3, kostet der Stadt Millionen, jedes Jahr jährlich einfach Betriebskosten. Es gibt ein wunderbares Projekt in unserer Stadt, Sports for Kids, wo wir jedem Kind zum 4. Geburtstag einen Gutschein für eine Jahresmitgliedschaft in einem Sportverein seiner Wahl schenken, weil wir sagen, da finden Sie richtig Jugendarbeit vor Ort, da wird Ihnen spielerisch hoffentlich Spaß am Erfolg, Teamgeist, Rücksichtnahme auf Schwächere und viele andere Grundtugenden beigebracht. Das kriegen wir in Bielefeld nicht hin mit kommunalen Mitteln, die wir nicht haben, sondern weil wir einen anonymen Sponsor haben, der sich das zur Aufgabe gemacht hat, da zu helfen. Aber ein super Projekt. Wir sind Modellkommune bei Kein Kind zurücklassen. Wir setzen verstärkt auf Prävention durch Sprachförderung, Bewegungsförderung, Familienberatung. Das kostet auch wieder viel kommunales Geld. Das sind nur einige Beispiele. Alles Maßnahmen, die ein Stück mehr Chancengleichheit, Gerechtigkeit schaffen können. Nochmal, wir verhindern damit nicht die Kinderarmut. Aber wir fördern und wir begleiten die Kinder nach ihren Talenten und eben auch die Kinder, die zu Hause diese Förderung
nicht erhalten würden oder nicht erhalten können. Und damit leisten wir hoffentlich einen Beitrag, die Armutskette, das Vererben von Armut von einer Generation in die nächste zu durchbrechen und erhöhen die Chance für die Kinder. Alles hängt mit allem zusammen. Und es ist so, dass die Fortsetzung dieses Engagements in immer stärkerer Konkurrenz zu anderen kommunalen Angeboten kommt. Ich nenne jetzt nicht wieder das 8. Freibad. Ich kann auch kulturelle Angebote der Stadt nennen oder die sonstigen Dienstleistungen heranziehen. Bei knappen Ressourcen hängt alles zusammen. Ich habe eingangs auch die anderen staatlichen Ebenen angesprochen. Für die gilt das auch. Und auch da habe ich die Einschätzung, das ist eine sehr persönliche, dass die Bekämpfung von Kinderarmut bei Entscheidungen im Bund und Land nicht immer gebührend beachtet wird, sondern andere Gesichtspunkte dann in den Vordergrund genommen werden. Und zwei persönliche Einschätzungen mal dafür, die das vielleicht belegen können. Ich glaube, dass die eingeführte Gebührenfreiheit für alle Kinder im letzten Kindergartenjahr in Nordrhein-Westfalen weniger hilfreich ist, als es eine Gebührenfreiheit für geringverdienende Eltern in allen Jahrgängen sein würde. Jetzt haben wir es im dritten Jahr für alle frei. Wäre das nicht besser, zielführender gewesen zu sagen, die wirklich darauf angewiesen sind, die bekommen es für die gesamte Zeit im Kindergarten frei? Wäre das nicht zielführender? Auf Bundesebene, ich glaube, dass eine Unterstützung der Kommunen zur Verbesserung ihrer Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur auch zielgenauer helfen kann als ein sogenanntes Betreuungsgeld, über das ich jetzt gar nicht mehr viel sagen will. Meine Damen und Herren, dass der renommierte Regine-Hildebrand-Preis seit vielen Jahren in unserer Stadt vergeben wird, das kommt nicht von ungefähr. Denn trotz aller Herausforderungen steht Bielefeld für Toleranz, steht Bielefeld für Solidarität, für Mitmenschlichkeit, für Mitleidenschaft, wie es die diakonischen Einrichtungen in unserer Stadt nennen. Dafür bin ich sehr dankbar und auf dieses Selbstverständnis unserer Stadtgesellschaft bin ich auch stolz. Die Preisverleihung ziert unsere Stadt. Darum danke ich, lieber Franz Scheible, der Stiftung Solidarität, für die Idee, für die jährliche Veranstaltung, mit der wir Regine Hildebrand ehren und herausragendes soziales Engagement würdigen wollen. Durch Ihre Teilnahme, meine sehr geehrten Damen und Herren, unterstreichen Sie diese Ehrung und dafür danke ich Ihnen heute von Herzen allen. Sicher stimmen Sie auch mit mir überein, dass es der Jury erneut gelungen ist, herausragende und würdige Preisträgerinnen und einen Preisträger zu benennen. Herzlich möchte ich mich da ausdrücklich für Ihre Arbeit und natürlich auch die getroffene Wahl bedanken. Und ich lasse es mir nicht nehmen, liebe Christine Bergmann, lieber Heinz Hilgers, Ihnen beiden jetzt auch ausdrücklich zu gratulieren. Eine gute Wahl, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass das so gekommen ist. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Thank you.
Auch von mir vielen Dank, ich fand das super. Herr Oberbürgermeister, lieber Pitt Clausen, lieber Herr Domnick, lieber Herr Scheible, lieber Jörg Hildebrandt, verehrte Anwesende und natürlich liebe Christine Bergmann und lieber Heinz Hilgers, die Sie heute sozusagen als Aktivteam für Kinder und Familien mit dem diesjährigen Regine-Hildebrandt-Preis ausgezeichnet werden. Verehrte Anwesende, es ist für mich eine besondere Freude, hier zu sein. Ich bedanke mich bei der Stiftung ganz herzlich, nicht nur für die Einladung, sondern auch dafür, dass sie mir anvertraut hat, heute die Laudatio auf die beiden Ausgezeichneten zu halten. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich den bisher oder einigen der bisherigen Preisträger nicht nur in Form der wunderschönen Bilder begegne, sondern auch in Natur, dass wir Sie, lieber Herr Wörmann, hier wieder begrüßen dürfen, freut mich ganz besonders. Mein Dank übrigens an die Stiftung ist nicht nur so dahingesagt, weil man das einfach so tut, sondern bin ja gelegentlich hier in Bielefeld, habe auch die eine oder andere persönliche Verbindung und da kriegt man schon mit, was diese Stiftung hier alles leistet. Und das ist schon sehr beeindruckend. Ich muss sagen, der Maßstab ist ja auch nicht schlecht. Denn wenn jemand einen Regine-Hildebrandt-Preis vergeben will, dann muss man sich ja einem erheblichen Anspruch stellen. Denn Regine, so wie viele von Ihnen sie Erinnerung haben und so wie wir, lieber Jörg, liebe Christine, sie ja kennengelernt haben, die war schon etwas ganz Besonderes. Sie war eine Kämpferin für Menschen, die Hilfe brauchten. Übrigens egal, ob sie dabei und wem sie dabei auf die Nerven ging. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass sich ganze Legionen meistens, aber nicht immer nur konservativer Machos getroffen habe, die über sie jammerten, dass sie nie Ruhe gäbe, dass sie immer sage, hier muss etwas geschehen, hier muss mehr geschehen, jetzt macht es endlich. Regine hat sich nie gescheut, mit ganzem Einsatz ihre Ziele zu vertreten und sie hat sich buchstäblich darin verzehrt. Sie ist auch gegen Arbeitslosigkeit und Armut vorgegangen. Es war bei ihr also nicht alleine die Hilfe für Menschen in Not, die individuelle Hilfe, sondern sie war der Meinung, das ist wichtig, aber die Politik zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Armut ist genauso wichtig. Ich habe sie in der Wendezeit kennengelernt und zahlreiche Veranstaltungen mit ihr gemeinsam machen, durchführen können. Und wir haben beide damals versucht, Menschen zu überzeugen,
Das ist unvergesslich, mir unvergesslich, und ich glaube, es ist auch unvergessen, auch an Ihrem 72. Geburtstag. Aber zurück zu der Stiftung bei Solidarität, bei Arbeitslosigkeit und Armut hier in Bielefeld. Ich finde es großartig, dass Sie sich in so vielen Projekten betätigen, wie Sie sie hier in dem Flyer finden. Und ich glaube, man kann nicht häufig genug darauf hinweisen, dass man das alles unterstützen kann. Und das Zweite, dass Sie in der Öffentlichkeit als Mana auftreten, das gehört eben auch dazu. Und es ist wichtig, es ist geradezu wichtig für das Thema Familie und Kinder. Ich halte es deshalb für notwendig, dass die diesjährige Preisverleihung unter den Schwerpunkt gestellt wird, Familie und Kinder, Hilfe für beide. Es ist richtig, weil immer mehr Familien Hilfe brauchen. Hilfe zum einen gegen die steigende Armut. Und der Herr Oberbürgermeister hat es gerade erwähnt, auch bei steigenden Wohnungskosten, bei steigenden Stromkosten. Ja, bei Armut, die ja immer dann, wenn man sie nicht überwinden kann, zur Ausgeschlossenheit in unserer Gesellschaft führt, für Kinder und die Familien. Und mich ärgert immer, bei mir kommt immer die Galle hoch, wenn ich dann diese spitzfindigen Auseinandersetzungen über Armutszahlen oder den Armutsbegriff lese, die da so selbsternannte Spezialisten in Sachen Armut, meistens haben die mindestens das Zehnfache an verfügbarem Einkommen, wenn ich diese lese. Mir kommt die Galle hoch und ich finde, es wäre viel hilfreicher und nützlicher, Sie würden sich engagieren, auch im Sinne von Regine Hildebrand, dass sich etwas ändert. Dann wäre in der Öffentlichkeit der Boden besser dafür bereitet, dass wir ganz genau wissen, dass auch Politik sich verändern muss. Man kann nicht alles haben. Eine sich öffnende Schere mit immer reicheren Leuten, eine abnehmende Infrastruktur, auch darüber haben wir das gehört, und man nimmt dann einfach die wachsenden Armutszahlen hin oder definiert sie weg. Engagement für Familien und Kinder ist aber auch wichtig, wie ich erwähnte, weil heute immer mehr Familien auch Hilfe bei der Erziehung und bei der Sorge für ihre Kinder brauchen, insbesondere in den Fällen, in denen durch Überforderung oder auch durch Unvermögen die Gefahr der Vernachlässigung und auch der Verwahrlosung eben nicht auszuschließen ist. Mich erschrecken immer wieder die steigenden Zahlen, dass Familiengerichte immer mehr Eltern das Sorgerecht entziehen müssen. Und wir wissen ganz genau, das sind nur die äußersten Fälle. Das heißt, Hilfe für die Familien ist hier notwendig, und zwar in einem sehr viel früheren Stadium, weil hier die ganze Familie begleitet werden muss. Es ist notwendig, dass man das tut, die Erziehungsfähigkeit auch stärkt und gleichzeitig Institutionen und Einrichtungen bereithält, wo Familien, die das eben nicht leisten können, Geborgenheit, Erziehung, Aufwachsen zu verantwortlichen Erwachsenen mit eigenen Lebenschancen ermöglichen. Das kostet Geld, das wissen wir. Und da darf man, dem stimme ich völlig zu, was Herr Oberbürgermeister Clausen gesagt hat, die Kommune nicht alleine lassen. Das ist auch ein wichtiger Schritt in die Politik. Und sie wäre ohne die ständigen Mahnungen, die permanente Erinnerung in der Öffentlichkeit, wie wichtig Familien sind und was an Bundesgesetzen und Geld über die Ausstattung von Jugendämtern, die Ausbildung und Einrichtung von Kinder- und familienfreundlichen Institutionen erforderlich ist, dass man dieses alles braucht. Ohne diese ständigen Mahnungen wird es nicht besser. Und auch die Politik verändert sich nicht. Ich habe den Eindruck, genau das ist erforderlich. Und deswegen freue ich mich ganz besonders über die Preisträgerinnen heute oder Preisträgerin Christine Bergmann und auch den Kinderschutzbund. Sie, lieber Heinz Hilgers, oder du, lieber Heinz, wie ich sagen darf. Ich glaube, die Stiftung hätte keine besseren Preisträger finden können. Und um mit dem Kinderschutzbund anzufangen, da ist das ja völlig klar. Wer kennt ihn nicht? Wir wissen, dass der Kinderschutzbund schon seit 60 Jahren engagiert für
Familien und für Kinder eintritt und kämpft. Er tut das mittlerweile flächendeckend in der gesamten Bundesrepublik Deutschland mit, man muss mal überlegen, was das bedeutet, mehr als 430 Ortsverbänden und mit über 50.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Sie werden verstehen, dass ich den Ortsverband Tübingen des Kinderschutzbundes ganz besonders nahe kenne. Es wäre ja auch komisch nach einer so langen politischen Tätigkeit in diesem Bereich. Und daher weiß ich, welche differenzierten Unterstützungs- und Beratungsangebote hier angeboten werden, zur Verfügung stehen, präsent sind und wo auch, und zwar durch die Jahre, permanent und beständig Hilfe für Jugendliche, für Kinder und für Familien geleistet werden kann. Und dabei weiß ich ganz genau, unter den 430 Ortsverbänden des Deutschen Kinderschutzbundes gibt es welche, die sind viel aktiver, wahrscheinlich auch erheblich progressiver, aber mit Sicherheit genauso engagiert wie unser Tübinger Verband. Aber, verehrte Anwesende, Sie kennen natürlich auch die Nummer gegen Kummer. Ich habe in den letzten Wochen mal ein bisschen rumgefragt, gerade bei Kindern und Jugendlichen, ob das etwas ist, was man in diesen Generationen kennt. Ist ja auch wichtig, dass nicht nur wir Älteren darüber reden. Und es hat mich gefreut, lieber Heinz Hilgers, diese Einrichtung ist durchaus bekannt. Natürlich muss man sie immer wieder propagieren, aber das tut ihr ja. Und wenn ich noch ein drittes erwähnen darf, mir ist ganz besonders wichtig, dass der Deutsche Kinderschutzbund seine Beratung und auch seine Hilfe nicht nur deutschen Staatsangehörigen, nicht nur Familien der Einheimischen, wenn ich so sagen will, zur Verfügung stellt, sondern dass seine Projekte, gerade auch in der letzten Zeit, die besonders wichtige Hilfe für Migrationsfamilien mit einschließen. Ich erinnere nur an die Integrationslotsen, an die zahlreichen Integrationsbüros. Und ich freue mich darüber, dass diese Beratung und Hilfe gegeben wird, egal ob diese Familien in Not jetzt einen legalen Aufenthaltstitel besitzen oder ob sie das nicht tun. Einsatz und Hilfe ist hier für Kinder und Jugendliche erforderlich. Ich habe nun vorher herausgestrichen, dass Regine immer beide Seiten miteinander verbunden hat, die individuelle Hilfe und die ganz klare Forderung an die Politik. So macht es der Kinderschutzbund auch. Ich kann mich daran erinnern, dass er in all seinen Jahren immer als Berater und als Mahner in der Politik präsent war. Als Lobby, wie sie sein muss, nämlich im guten Sinn, nicht für eigene Zwecke, für den eigenen Geldbeutel, sondern für die Kinder, die Jugendlichen und die Familien. Manche haben auch hier ein bisschen drunter gelitten, aber wie gesagt, man kann sich nicht gegen Armut für Familien und für Kinder einsetzen, ohne unbequem zu sein. Ihr wart, sie waren beständige Mahner und Helfer. Und das alles zusammengefasst ist eine großartige Leistung. Und es hat nicht nur mich, sondern ganz sicher auch alle Anwesenden besonders gefreut, dass Bundespräsident Gauck Sie aus Anlass des 60. Jubiläums so ausführlich und breit gewürdigt und geehrt hat. Wenn man so wie der Deutsche Kinderschutzbund sagen kann, und jetzt zitiere ich, Kinder, Jugendliche und ihre Familien in ganz Deutschland können auch in Zukunft auf die Tatkraft und die Hilfe des Deutschen Kinderschutzbundes zählen. Bei großen und bei kleinen Problemen, bei Krisen und in schwierigen Lebenslagen können sie sich an uns wenden und finden ein offenes Ohr. Sie finden fachkundige Beratung und die Unterstützung, die sie brauchen. Deutschlandweit setzen sich, so fahre ich fort, ca. 50.000 Kinderschützerinnen und Kinderschützer für die Rechte unserer Kinder im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention ein. Ihr Recht auf gewaltfreie Erziehung, ihr Recht auf Bildung, bestmögliche Gesundheitsvorsorge, soziale Sicherheit und Beteiligung gehören untrennbar zusammen und sind die Voraussetzung dafür, dass unsere Kinder sich zu eigenständigen und selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln können. Wer das sagt und sagen kann, der gibt damit eine wirklich fantastische Garantie für Hilfe in der heutigen Gegenwart und zusätzlich ein großartiges Versprechen für die Zukunft ab. Das ist schon was.
Es ist nicht nur die Bilanz, die großartige Bilanz der bisherigen Arbeit, sondern es ist auch ein Versprechen für die Zukunft, das beeindruckt. Das nehmen wir, so denke ich, ich spreche auch in Ihrem Namen, mit großem Dank und mit großer Anerkennung zur Kenntnis. Und ich weiß nun, ich bin Schirmherrin der Deutschen Hospizbewegung, DHPV, mit ihren etwa 100.000 ehrenamtlichen Helfern, was es auch an persönlichem Einsatz und an Mühe und Engagement bedarf, die engagierten Ehrenamtlichen immer wieder zu unterstützen, da wo sie das brauchen. Du, lieber Heinz Hilgers, tust das. Auch dafür herzlichen Dank und Anerkennung. Und auch dafür erhältst du und deine vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter heute den Regine-Hildebrand-Preis. Herzlichen Glückwunsch, würdige Preisträger. Jetzt zu dir, liebe Christine Bergmann, als, ich darf das sagen, der anderen Preisträgerin heute. Und ich will auch mit einem Zitat beginnen. Unerschrocken, streitbar, unangepasst und doch auch oder vielleicht gerade deshalb mit einem erfrischenden Witz gesegnet, der entwaffnend ist. Wenn wir doch mehr Politikerinnen dieser und Politiker dieser Couleur hätten. So hat dich Sebastian Krumbiegel, Sänger der Prinzen, bei der Vorstellung deines letzten Buches in Berlin gekennzeichnet. Ich finde das richtig. Aber ich möchte gerne noch hinzufügen, Christine Bergmann ist auch eine unglaublich liebenswürdige und menschliche Frau und eine sehr gute Freundin. Heute Morgen bin ich mit ihr aufgewacht. Da hat sie nämlich ein Interview gegeben im RBB Infofunk. Da ging es um Regine Hildebrand und sie hat in ihrer unnachahmlichen, unverwechselbaren Art und Weise Regine Hildebrand gewürdigt und das natürlich dazu benutzt, die Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut und die Verbesserung der Lage von Familien und Kindern einzufordern. Da ist mir wieder aufgefallen, wie gut sie das macht und wie toll ich sie finde. Und ich muss sagen, mir ist dann auch wieder aufgefallen, wie dankbar dafür wir sein können, dass wir durch die Wiedervereinigung Frauen wie Regine Hildebrand und Christine Bergmann sozusagen geschenkt bekommen haben. Das ist schon eine prima Sache. Ich erinnere mich noch an unser erstes Zusammentreffen im Spätherbst 1989 im Untergeschoss des französischen Doms in Berlin am Gendarmenmarkt. Das war auch in etwa in der Zeit, in der ich Regine kennenlernte. Und damals bist du auch schon aufgefallen. Nicht so temperamentvoll in der Art wie Regine oder nicht ganz so temperamentvoll, kann man sagen, aber doch mit sehr klarer Sprache, mit zutreffender Analyse und mit, das hat mir besonders gefallen, ganz praktischen Vorschlägen und Überlegungen. Und es ging immer darum, Menschen in bedrängter Lage zu helfen, individuell und auch durch Politik. Beides hat dich als Präsidentin der Berliner Stadtverordnetenversammlung ausgezeichnet, als Berliner Bürgermeisterin im Jahre 1991 bis 1998 und dann im gleichen Kabinett wie ich als Bundesministerin für Familie, Frauen und Jugend. Wir haben dann auch lange Jahre hindurch im Vorstand der SPD gemeinsam Politik gemacht und ich erinnere mich noch sehr gerne daran, was wir doch für Familien und Kinder zustande gebracht haben. Obwohl es nicht alles war, was wir damals wollten und längst nicht alles, was wir uns vorgenommen hatten. Ich darf ergänzen, lieber Heinz Hilgers, immer mit dem Kinderschutzbund im Kreuz als wirksamem Mahner, Berater und Lobbyisten für Familien und Kinder. Ich will hier nur einige der Projekte und Erfolge aufzählen, die in den Verantwortungsbereich von Christine Bergmann und uns, die wir im Kabinett zusammenarbeiten durften, gefallen sind. Wir haben nämlich endlich Regines modernen Familienbegriff in der Politik fest installiert. Übrigens gegen den erbitterten Widerstand der Konservativen. Das vergisst man heute so leicht. Aber damals haben die Ehe und Familie weiterhin als ausschließlich schützenswerte und förderungswürdige Einheit behauptet.
Und unsere oder Regines Überlegungen, Familie sei eben das ständige Zusammenleben von Erwachsenen und Kindern ohne Rücksicht darauf, ob es die leiblichen Eltern sind oder vollständige Eltern oder auf die Rechtsform des Zusammenlebens als Auflösung oder gar Zerstörung der Familie gebrandmarkt. Und wir haben gegen den gleichen Widerstand auch die elterliche Gewalt über die elterliche Verantwortung endlich sprachlich und gesetzlich in das umgewandelt, was sie wirklich ist und sein muss, nämlich elterliche Sorge. Auch das, wie gesagt, nehmen wir heute ja außerordentlich selbstverständlich hin. Wir haben das Lebenspartnerschaftengesetz durchgesetzt, allerdings ohne die Lücken, gerade in Bezug auf die Kinder, die es heute immer noch gibt. Aber damals konnte die konservative Opposition das verhindern. Wir sehen aber, dass nach einiger Zeit die Gesellschaft doch sehr viel stärker auf die Menschen und auf das Kindeswohl blickt und dass deshalb der Widerstand gegen vernünftige Regelungen abnimmt. Es ist uns auch gelungen, das Gewaltschutzgesetz durchzusetzen. Sie wissen, das ist das Gesetz gegen häusliche Gewalt mit dem Motto, der Schläger muss gehen und die Geschlagenen bleiben. Auch das haben wir in Kraft gesetzt. Und wir haben das Gesetz, das Kindern das Recht auf gewaltfreie Erziehung zugesteht, ebenfalls durchsetzen können. Die Schwierigkeit war auch hier, den konservativen Widerstand zu überwinden. Mein Gott, war das damals ein Kampf. Bis in den Bundestag hinein mussten wir uns jeden Tag mit so dummen Sprüchen auseinandersetzen, wie zum Beispiel dem, dass eine Ohrfeige noch keinem Kind geschadet habe, oder man müsse ja wohl sein Kind mit Schlägen davon abhalten können, an einer Fußgängerampel nicht bei Rot über die Straße zu gehen. Ja, das war damals die Stimmung. Und dabei wusste man damals, oder man konnte es wissen, was man heute natürlich weiß, dass die Probleme und Gefahren der häuslichen Gewalt immens sind. Nicht nur, weil diejenigen, die darunter leiden, seien das jetzt Frauen oder Kinder, die Opfer also, die mit zerstörten Leben oder mindestens mit Entwürdigung bezahlen müssen, ob das nun die schlichte Gewalt ist oder sexuelle Gewalt, die ja nun leider Gottes auch dazugehört, sondern auch deshalb, weil Kriminalisten ja schon lange wissen, dass diese Art von Dominanzverhalten und Dominanzdelikten nicht nur die Erziehung zu einem selbstverantwortlichen Mitbürger hemmt, mindestens hemmt oder sogar verhindert, sondern auch Quelle des ständigen Kreislaufs weitergegebener Gewalt ist, den wir durchbrechen müssen. Und auch Quelle von anderen Kriminaltaten. Du, liebe Christine, hattest übrigens allen Widerständen zum Trotz, und es waren ja, wie gesagt, jeden Tag mehrere, geschafft, 3 Kindergelderhöhungen durchzusetzen. Die Erhöhung der Kinderfreibeträge und der Einkommensgrenzen beim Erziehungsgeld, die Umwandlung des früheren Erziehungsurlaubs in Elternzeit, den Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit und vieles andere. Du hast dich für Krippenplätze, für bessere Chancen von Frauen in Unternehmen eingesetzt und hättest, wie so geschickt und durchsetzungsstark wie du warst und mit einem klaren Ziel der Verbesserung der Lage der Familien vor Augen auch noch mehr geschafft, wenn die Widerstände eben nicht so groß gewesen wären. Leider Gottes eben nicht alleine in den ausgewiesenen politisch konservativen Bereichen. Das Gedöns, eine Formulierung, die der mittlerweile zum mehrfachen und wie man hört ja auch aktiven Familienvater mutierte ehemalige Bundeskanzler heute nicht mehr verwenden würde, das war ja nicht nur seine persönlich private Formulierung, eine kritikwürdige Bemerkung, wie wir wissen, sondern sie traf auf die Zustimmung weiter Kreise in der Journalie und in der konservativen Gesellschaft, die das auch so sah. Und genau das war ja das Problem. Aber Christine, was du als aktive Politikerin damals erreicht hast, wäre schon mehr als genug, um dich mit dem Preis auszuzeichnen, dem großen Preis, der den Namen von Regine heute hat. Aber ich will noch etwas erwähnen, was mir gerade in den letzten Jahren sehr imponiert hat. Du hast dich sehr aktiv mit der Frage des sexuellen Missbrauchs von Kindern auseinandergesetzt, einem Thema, das ja von vielen eigentlich sehr gerne noch viel länger totgeschwiegen worden wäre. Du hast gesagt, nein,
Da muss aufgeklärt werden und du hast als unabhängige Beauftragte zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, hast du dich abgerackert und sehr viele wichtige Vorschläge und Empfehlungen veröffentlicht. Die kann man nachlesen. Die sollte man nachlesen, weil sie natürlich noch längst nicht alle und längst nicht vollständig umgesetzt sind. Was mir ganz besonders imponiert hat, ist, dass du dich auch in dieser Rolle hast nicht zum Aushängeschild machen lassen für etwas, was dann doch nicht umgesetzt werden sollte, sondern du hast darauf bestanden, dass das so viel wie möglich und so deutlich wie möglich und so schnell wie möglich umgesetzt wird, damit wenigstens das, was man heute noch bearbeiten kann, wieder gut machen, ist ja kaum mehr möglich von diesem schrecklichen Unrecht, nach so langen Jahren auch aufgearbeitet wird. Ich finde das großartig und danke dir ausdrücklich dafür. Liebe Preisträgerin Christine Bergmann, lieber Preisträger, Präsident des Kinderschutzbundes, lieber Heinz Hilgers, verehrte Anwesende, der diesjährige Regine Hildebrand-Preis geht an großartige Persönlichkeiten. Ich bin ganz sicher, Sie sehen das genau wie wir. Ich gratuliere beiden Preisträgern nochmals ganz herzlich und auch der Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut zu diesen beiden Preisträgern. Bessere hätten Sie nicht finden können. Ganz herzlichen Dank Ihnen und nochmals herzlichen Glückwunsch. Thank you.
Ja, liebe Musiker, auch von mir ganz herzlichen Dank. Das ist wirklich klasse, so begleitet zu werden. Sehr geehrter Herr Dominik, sehr geehrter Herr Scheible, lieber Jörg Hildebrand, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Pitt, liebe Hertha Däubler-Melin, lieber Heinz Hilgers und hoffentlich habe ich jetzt niemanden vergessen. Und ihr Lieben, alle, die Sie gekommen sind, um bereits zum 17. Mal dabei zu sein, wenn der Regine-Hildebrand-Preis verliehen wird. Ich finde das so überwältigend, weil das ist ja eine Ehrung für Regine Hildebrand. So empfinde ich eigentlich auch diese Stunde. Und für mich ist das immer wieder ein Phänomen, wie eine Politikerin. Politiker werden ja relativ schnell vergessen, wenn sie nicht mehr auf der politischen Bühne vorne sind. Bei Regine ist das anders. Immer wieder, wenn ihr Name fällt, wird an Regine erinnert, weiß man, was sie eigentlich geleistet hat. Und dass sie, die Stiftung hier, in dieser Weise sie nochmal ehren, dafür möchte ich eigentlich auch als Ostdeutsche, als Kollegin, als Freundin und was auch immer nochmal herzlich danken. Und ich danke natürlich auch ganz herzlich für die Auszeichnung mit diesem Preis. Das ist für mich wirklich eine ganz hohe Ehre. Natürlich war mir die Stiftung Solidarität schon bekannt, nicht nur durch die Schilderung von Jörg Hildebrand, sondern weil ich schon auch vernommen hatte, wie groß das Engagement ist, in wie vielen Bereichen Sie mit Ihrer Stiftung hier tätig sind. Eigentlich überall dort, wo soziale Not herrscht, so kann man das sagen. Sie können nicht alle beseitigen, würden Sie sicher gerne. Das geht nun wirklich nicht, aber Sie geben da so viele Beispiele, was man eben machen kann, dass man sich nicht hinsetzen muss und sagt, ach, die da oben und alles ist so schrecklich, sondern sagt, wo können wir denn jetzt eigentlich helfen? Was können wir dazu beitragen? Ich glaube, das macht vielen Mut, auch sich vielleicht ein Stück aktiv mit einzubringen, um in diesen Fragen, um die es ja heute geht, auch selber was mitzutun. Mir bedeutet der Preis sehr viel, weil ich Regine ja auch die ganzen politischen Jahre gut gekannt habe. Wir haben nebeneinander gearbeitet, Regine in Brandenburg und ich in Berlin, vor allen Dingen zunächst mal in der Arbeitsmarktpolitik. Es hat ja unwahrscheinlich gekracht in den Jahren nach 1991. Ich denke nur daran, dass in Berlin in 2 Jahren 150.000 Industriearbeitsplätze verloren gegangen sind, so quasi über Nacht in Ostberlin. Im Westen kam auch noch einiges dazu. Brandenburg sah nicht viel besser aus und wir standen immer da und sagten, was machen wir denn jetzt? Wie können wir jetzt Menschen auffangen? Wie kann man ihnen eine neue Perspektive geben? Es waren ja Menschen, die aus dem vollen Berufsleben raus in die Arbeitslosigkeit gehen mussten, ohne einen Pfennig Abfindung. Also da gab es keine großen Übergangsregelungen. Und das, was wir hatten, freue mich, dass Eduard Würmann hier ist. Ne? Wir haben das ja vieles davon gemeinsam durchgestanden. Das waren dann so ein paar tausend ABM-Stellen, mit denen wir dann bis an die Grenze dessen immer gegangen sind, was man überhaupt damit machen konnte. Und da war Regina natürlich eine unwahrscheinliche Streiterin. Wir mussten ja erstmal unsere eigenen Fachkollegen überzeugen, dass manches eben doch gehen muss in der Situation, was natürlich nie vorgesehen war im Arbeitsfördergesetz. Wir mussten im Bundesrat dafür streiten, dass das dann auch wirklich möglich wurde. Und ich denke an manche Auseinandersetzung, gerade im Bundesrat, zum Beispiel mit dem sächsischen Ministerpräsidenten, der da ja immer so flott verkündet hatte, dass die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland deshalb so hoch wäre, weil es da eben diese hohe Erwerbsneigung der Frauen gäbe. Und Regine wütend immer sagte, was sind denn das für Worte? Erwerbsneigung. Früher neigten die Frauen zur Hysterie, heute neigen sie zum Erwerb. Und wir haben es dann eigentlich immer ganz gut geschafft, noch ein Stückchen weiterzukommen. Und ich bin jetzt eigentlich immer ein bisschen in Sorge, dass das Thema auch öffentliche Förderung von Arbeit so in den Hintergrund geraten ist. Das ist ganz wichtig, dass wir uns um Mindestlohn kümmern, um Vermeidung von Niedriglöhnen. Da sind wir nämlich genau beim Thema, auch bei der Familienpolitik. Woher kommt ein großer Teil der Familienarmut? Ja, weil das, was mit der Hände Arbeit in 40 und mehr Stunden verdient wird, eben einfach nicht mehr reicht, man noch zum Jobcenter gehen muss.
Und weil die ganzen Arbeitsmarktinstrumente, die wir eigentlich für unsere Situation, fand ich jedenfalls immer richtig gut versucht haben hinzukriegen, die sind nicht weiterentwickelt worden. Im Gegenteil, es ist eigentlich alles zurückgefahren worden. Und am Ende sind wir bei 1-Euro-Jobs, die nicht das Gelbe vom Ei sind. Und wir wissen genau, es gibt Menschen, die oft in dieser Arbeitsmarktsituation nicht mithalten können, die aber arbeiten können und arbeiten wollen, für die auch genug Arbeit da ist. Brauchen wir uns ja bloß mal umzugucken. Also hier nochmal, könnte ruhig mal wieder eine Kohle draufgelegt werden, sage ich mal so ganz leger. Denn das sind schon Themen, die wirklich Familien angehen. Du hast vorhin drüber gesprochen, dass man jetzt nicht an alle Ursachen gleich ran kann oder was die Kommune tun kann, um abzumildern. Aber hier sind wir natürlich auch bei den Ursachen von Familienarmut, bei der Frage, wie sichern wir die Existenzen von Familien auch materiell. Damit beginnt eben Familienarmut. Das Motto heute, das finde ich wunderbar, Familie in ihren guten und schlechten Tagen, sie ist Bestimmungskraft unserer Gesellschaft, wo sie schwach wird, muss ihr geholfen werden. Nun hat Regine selber das ja ganz stark vorgelebt. Regine ist ja ein Familientier, darf ich das sagen, Jürgen? Familienmensch gewesen, so ganz selbstverständlich. Und so selbstverständlich, wie ihr auch die Erwerbsarbeit war, so war natürlich die Fürsorge für die Familie da. Und ich will mal ein Beispiel nennen. Wir trafen uns mal Anfang der 90er Jahre, du weißt sicher genau, wann das war. Wann ist Cecilie geboren, in welchem Jahr? 93, 94, als wir kämpften gemeinsam für die Vereinigung von Berlin und Brandenburg. Wir wissen, es ist uns leider nicht gelungen. Aber wir trafen uns Sonntagvormittag irgendwo in Brandenburg und versuchten, positive Stimmung zu machen. Regine sah ein bisschen müde aus, war aber natürlich voller Energie. Und ich sagte, was ist denn? Na, heute Nacht ist Cecilie geboren, sagte sie. Da kam sie so quasi von dem Wochenbett der Tochter in die Veranstaltung in Brandenburg. Das ging alles gut zusammen, ja, die Arbeit und die Familie. Und genau das ist, glaube ich, auch so wichtig. Und du hast ja die Ostsozialisation angesprochen, Hertha. Ich glaube, ein Stück davon haben wir wirklich einbringen können, auch in das gemeinsame Deutschland, die selbstverständliche Akzeptanz von Erwerbsarbeit von Müttern und dafür natürlich auch Rahmenbedingungen zu schaffen und uns nicht gegenseitig vorzuhalten, dass wir jetzt schlechte Mütter sind. Denn das fängt natürlich an bei der Kinderbetreuung. Deswegen waren wir ja auch immer sehr gemeinsam dabei, uns um das Thema Kinderkrippe zu kümmern. Ein ja immer noch umstrittenes Thema, jetzt geht es um andere Dinge. Aber wenn ich daran denke, wie wir angefangen haben zu sagen, wir brauchen auch Betreuungsplätze für die unter Dreijährigen. Das war ja, da sind wir in der Gedönsphase. Das waren nicht nur die Konservativen, du hast es vornehm angesprochen, so dezent. Das waren auch, man musste auch die eigenen erstmal überzeugen, dass das kein Teufelswerk ist. Und ich denke noch daran, wie ich mal mit eurem Sohn Jan in Bonn in einem Podium saß und da gab es wieder so die Debatten darum, ob man das denn wirklich machen darf, die unter Dreijährigen von der Mutterbrust einige Stunden zu nehmen. Und der Jan dann sich hinstellte und erzählte und sagte, wie das bei ihm gewesen sei. Und ich brauchte dann nur noch zu sagen, nur guckt euch doch an, das ist doch eigentlich gut geraten, kann man doch nicht meckern. Ja. Also so diese Selbstverständlichkeit, mit der diese Themen eigentlich von uns vielleicht besser angegangen werden konnten, weil wir das erlebt hatten die ganzen Jahre, das war wichtig. Und sie hat das natürlich dann auch immer sehr kräftig mit im Parteivorstand unterstützt. Das waren schon die Themen, um die es damals in ganz besonderer Weise ging. Und ich muss jetzt nicht manches wiederholen, was schon gesagt wurde, aber das hat natürlich zu tun auch mit welchen Familien, Bild agiert man denn in der Politik? Und wir kamen natürlich mit dem Familienbild der selbstverständlichen Akzeptanz der Erwerbsarbeit eben auch von Müttern. Da machen wir alle auch unsere Kompromisse, auch klar, je nachdem, was gerade notwendig ist. Aber ich glaube, die Selbstverständlichkeit ist etwas, was dabei so wichtig ist, dass man nicht permanent mit dem schlechten Gewissen rumrennt. Das haben Mütter sowieso, die Zeit reicht ja nie, aber man muss es ja auch nicht übertreiben dabei. Und die Selbstverständlichkeit, mit der man alle Familienformen akzeptiert. Du hast das sehr schön angesprochen, Hertha. Ich glaube, das war
ganz wichtig auch für den Modernisierungsschub in unserer Gesellschaft, dass eben nicht nur das Premium-Modell gibt. Das will ja gar keiner verteufeln. Wunderbar, wenn das alles so funktioniert. Aber natürlich haben wir sehr viele andere Familienformen. Und wenn dort Zuwendung passiert, Fürsorge übernommen wird, dann ist das natürlich in gleicher Weise zu unterstützen. Und dafür haben wir schon gemeinsam eine ganze Menge getan. Und wenn man dann fragt, was brauchen denn eigentlich Familien? Ne? Wo stehen wir denn jetzt mit unserer Familienpolitik? Da ist es immer so wunderbar, dass uns die Regierung ja im Moment selber immer die Vorlagen liefert. Da gibt es eine Studie, ein Gutachten oder Zwischengutachten des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wo sie festgestellt haben, die Gutachter, dass eigentlich das, was ausgegeben wird in der Familienpolitik, so wenig ist das ja nicht, irgendwie alles nicht an der richtigen Stelle landet. Nicht das, was eigentlich die Eltern wollen, was die Familien wünschen. Das fängt an bei dem Thema Ehegattensplitting, ich will das jetzt gar nicht alles ausweiten, da können wir hier wahrscheinlich auch noch Diskussionen kriegen. Aber dass das, was Familien wirklich und Familien sich auch nicht wirklich ernst genommen fühlen in ihren Bedürfnissen, das dann sind wir immer wieder bei dem Thema, was brauchen sie zuallererst? Sie brauchen natürlich gute Betreuungsangebote, Bildungsangebote, ja, für Kinder, damit zum einen Erwerbsarbeit möglich ist, zum anderen Kinder gerade auch aus schwierigeren Umfeld eben entsprechende Bildungsangebote kriegen. Es geht ja nicht nur darum, Kinder irgendwo abzustellen, damit ich arbeiten kann, sondern sie wirklich zu fördern und auch zu fordern. Es geht um familienfreundliche Arbeitskulturen. Ja, das ist ja eigentlich, du hast angesprochen, wir haben ja gemeinsam umgewandelt den Elternurlaub in die Elternzeit, verbunden mit Teilzeitmöglichkeiten. Das muss weiterentwickelt werden. Es kann nicht, Familien brauchen gemeinsame Zeit. Es reicht auch nicht ein Rechtsanspruch auf Teilzeit, sondern es müssen Möglichkeiten geschaffen werden, dass Familien gemeinsam, also Eltern Arbeitszeit reduzieren können und für sich Zeit finden für ihre Familie. Und das letzte Thema will ich jetzt gar nicht weiter aus, oder vorletzte, das ist natürlich schon das Thema Kinderarmut. Ich bin heute früh, du hast das Interview angesprochen, gefragt worden, naja, warum reden wir denn eigentlich immer so von Kinderarmut? Eigentlich, ja, zu essen haben sie doch, und wenn wir das mit Afrika vergleichen oder was auch immer. Ich sage, nein, wir dürfen nicht mit Afrika vergleichen, wir müssen unsere Kinder vor Ort vergleichen. Haben sie alle die gleichen Chancen? Können sie teilhaben? Müssen Kinder zurückstehen, weil die Eltern nicht genug Geld haben und weil das Transfereinkommen eben auch nicht reicht? Darum muss es uns gehen, kein Kind hier wirklich zurückzulassen. Ja, ich glaube, das Letzte will ich jetzt nur andeuten. Wir reden noch viel zu wenig über das, was Familien brauchen, wenn es um die Pflege geht. In immer mehr Familien gibt es Pflegesituationen, die überwiegend von den Familien geleistet werden müssen. Also auch das kommt auf Familien zu. Und da sind wir erst ganz am Anfang bei Unterstützungsleistung. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten gebacken? Aber es geht eigentlich, wenn es darum geht, wie müssen wir Familien unterstützen, was brauchen sie, geht es nicht nur um materielle Unterstützung, nicht nur um finanzielle Unterstützung, so notwendig wie das ist. Ich will nochmal zitieren von Regine Hildebrand, wo sie schwach werden, muss ihnen geholfen werden. Es geht eben auch darum, Familien dort zu unterstützen, wo sie es alleine nicht packen, wo die Erziehungskompetenzen fehlen, wo die Beziehungen kaputt sind, wo sie nicht in der Lage sind, mit Konflikten vernünftig umzugehen, wo es Gewalt gibt. Herda hat es sehr deutlich eigentlich nochmal ausgesprochen, was wir da an rechtlichen Möglichkeiten geschaffen haben. Aber da geht es ja nicht nur um Recht. Das ist natürlich enorm wichtig, war das das Gesetz, Recht der Kinder auf gewaltfreie Erziehung. Danke, Heinz Hilgers auch. Also mit euch im Rücken ist das alles viel besser gegangen. Da musste man ja wirklich viel Überzeugungsarbeit leisten, was mich als evangelische Christin auch immer genervt hat, dass wir auch von Seiten einzelner Kirchenmitglieder noch Ärger gekriegt haben, ja, weil wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Das ist in so vielen Köpfen noch drin. Wir haben es ja bei diesen Themen
immer damit zu tun, die Köpfe zu ändern. Deswegen dauert das auch immer so lange. Man muss Bewusstsein ändern. Man muss wirklich das, was da über die Jahrzehnte und Jahrhunderte so drin war, auch an Erziehungsmethoden, doch ein Stück verändern. Und dazu braucht man dann eben auch viele. Und dazu brauchen Familien auch Unterstützung in ganz besonderer Weise. Weil es darum geht, Rechte von Kindern umzusetzen. Und ich glaube, das ist uns bei Rot-Grün ganz wichtig gewesen, ganz klar zu machen, Kinder sind nicht irgendwie ein Anhängsel in der Familie, die eben auch noch da sind und die man sich sicher kümmern muss, sondern dass Kinder Persönlichkeiten sind mit eigenen Rechten. Dazu gehört das Recht auf Bildung, das Recht auf Gesundheit und es gehört das Recht darauf, ohne Gewalt aufzuwachsen. Und dieses Recht müssen wir umsetzen, das können die nicht alleine. Und diese wirklich Rechtsnorm dann verbindlich umzusetzen, hat sich eine Menge geändert im Klima, in der Gesellschaft. Aber darf ich getrost sagen, noch lange nicht genug. Da müssen wir schon noch eine ganze Menge tun. Und deswegen nenne ich jetzt mal ein Projekt, dem ich gerne einen Teil des Preisgeldes gebe. Du hast mich ja als eine geschildert, die immer fürs Praktische ist. Das ist auch so. Es gibt nicht nur in Berlin ein wunderbares Projekt, das nennt sich Känguru und das hilft Eltern nach der Geburt eines Kindes, das begleitet Eltern, das sagt, also wir wollen eigentlich Entlastung von Eltern haben und keine Überforderung. Wir haben ja wahrscheinlich mehr oder weniger alle die Erfahrung gemacht, wie viel sich ändert auch in einer Familie mit der Geburt eines Kindes oder eines weiteren Kindes. Das Leben wird anders. Da muss man schon erstmal sich umgucken und sehen, wie kommt man da klar. Nicht alle schaffen das. Und da geht es jetzt auch nicht nur um Vernachlässigung, sondern geht es auch darum, wie kann man Eltern auch ein bisschen Mut machen, mit den Kindern umzugehen. Wie kann man sie begleiten in dem einen oder anderen Fall. Das ist also auch ein Präventionsprojekt im Sinne des Kinderschutzes. Da arbeiten sehr viele Ehrenamtliche, gibt es in Berlin mittlerweile 10 Standorte, also ein Stück Nachbarschaftshilfe. Also auch das ist etwas, was wir Familien anbieten müssen, wenn wir nicht immer darüber klagen wollen, dass wir in der Zeitung dann fürchterliche Geschichten über Kindesvernachlässigung lesen. Es fängt schon bei der Begleitung nach der Geburt an. Und Kinder erleben eben nicht nur Zuwendung, sie erleben auch Vernachlässigung in der Familie, sie erleben Gewalt und sie erleben auch sexuelle Gewalt. Herr, du hast es angesprochen und ich muss, weil ja das Thema lässt einen nicht mehr los, wenn man einmal so tief wirklich drin gesteckt hat, noch ein paar Worte dazu sagen. Sexueller Missbrauch von Kindern passiert am häufigsten in der Familie. Das sind 60%. Also wir haben oft die Institutionen im Blick, also die wollen wir nicht außen vor lassen, ne? Das ist ganz klar. Aber wir müssen auch sehen, was in der Familie passiert, wie kann man Kindern helfen, wie kann man Kinder schützen und wie kann man, wenn es passiert, schneller Hilfe bekommen. Denn schnelle Hilfe ist natürlich die wirksamere Hilfe. Ich habe ja so erschütternd erlebt in den letzten Monaten, Jahren, dass viele Menschen gekommen sind, mir geschrieben haben oder gemailt oder sie waren an der telefonischen Anlaufstelle, bei denen der Missbrauch Jahrzehnte zurücklag, die das erste Mal darüber reden konnten, weil das Thema so stark tabuisiert war. Nun kann man sicher manches verstehen, es ist nicht das einfachste Thema. Das tut richtig weh. Die Vorstellung, was mit Kindern passiert, tut weh. Das möchte man eigentlich nicht. Ne? Wir möchten eigentlich alle nicht, dass die Welt so ist, wie wir sie da erleben. Aber wir dürfen da nicht weggucken. Wenn wir Kinder wirklich schützen wollen, muss man dranbleiben. Und das ist auch nicht zu Ende, das Thema damit, dass also Ende des Jahres dann der unabhängige Beauftragte wahrscheinlich aufhört, wie auch immer. Da muss man dranbleiben. Da muss es Fortbildung geben. Da muss in den Schulen aufgepasst werden, weil die Kinder, die den Missbrauch in der Familie erleben, ja, wo kriegen die Hilfe? Die kriegen die Hilfe dort, wo sie hinkommen. Das sind Vereine sicher, aber in der Schule sind sie alle. Und wir haben die Erfahrung gemacht durch Untersuchung, dass das meiste, was in den Schulen bekannt wird, nicht das ist, was sozusagen das Kollegium vielleicht nicht richtig macht, sag's mal milde, sondern Missbrauch, der eben in der Familie passiert, außerhalb der Schule. Und deswegen ist das so wichtig, dass in diesem Bereich viel gemacht wird.
weil natürlich dieser Missbrauch sich fortsetzt. Auch ich habe Ihnen berichtet, wie viele jetzt erst darüber reden. Die haben aber alle ihre Schwierigkeiten und alle Familien leiden mit darunter. Die Angehörigen von Missbrauchbetroffenen sind auch Betroffene. Wir haben Männer geschrieben, 50-jährige Männer, sagten, ich schreibe Ihnen das jetzt, aber meine Frau darf das nie erfahren. Aber es ist natürlich da und es wirkt auch auf die Beziehung und sie können auch nicht mehr miteinander reden. Also auch die Familien brauchen eigentlich Hilfe, auch die Familienangehörige von Menschen, die in dieser Form auch traumatisiert sind, brauchen Unterstützung. Und ich glaube, das muss man einfach alles wissen, deswegen bin ich ein bisschen länglich geworden, bitte um Entschuldigung, weil ich vielleicht ein bisschen mit missionarischem Eifer, wir müssen das einfach wissen, wir müssen das zur Kenntnis nehmen, anders können wir da nicht helfen. Und es gibt natürlich viele, die hier in der Prävention dran sind, Fortbildung machen und versuchen zu helfen. Und ich wollte den zweiten Teil meines Preisgeldes aus diesem Grunde auch dem Verein Tauwetter widmen. Tauwetter ist einer der ganz wenigen Vereine, die es in Deutschland gibt, die sich mit Männern, die Männern helfen, zu denen Männer kommen können, die als jung missbraucht wurden, die noch mal mehr Probleme haben, darüber zu reden. Die Mitarbeiter dort haben selbst eine Missbrauchserfahrung und sie gehen jetzt auch in Schulen, arbeiten auch mit Schülern und haben die Erfahrung gemacht, dass gerade Jungen sich eher öffnen, ihnen eher was sagen, wenn vor ihnen Männer stehen, die auch über ihre eigene Erfahrung reden können. Also eine ganz wichtige präventive Arbeit, die die machen, die bis vor kurzem das alles nur ehrenamtlich gemacht haben, muss man auch wissen. Jetzt kriegen sie, glaube ich, ein Stückchen Förderung, aber für die präventive Arbeit nicht. Also es geht darum, zu helfen, Familien zu helfen, wo sie schwach sind. Und ich habe jetzt einige Beispiele genannt, weil ich denke, damit das Zusammenleben gelingt, im Kleinen, in der Familie, muss man in dem einen oder anderen Fall helfen. Und Zusammenleben heißt zu lernen, wo lernen wir denn Fürsorge füreinander? Wo lernen wir Rücksicht zu nehmen? Wo lernen wir eben auch mal zurückzustecken, weil jetzt vielleicht der Großvater mal dran ist oder auch mal die Mutter dran ist? Sowas soll es ja auch mal geben. Wo lernen wir das? Wir lernen das in aller Regel in der Familie. Und je besser das dort gelingen kann, je mehr Unterstützung wir geben. Und da gehören natürlich Rahmenbedingungen dazu. Da gehört auch eine existenzielle Sicherung dazu. Da gehört dazu, dass man auch Hilfsangebote in Angriff nehmen kann. Je mehr uns das gelingt in der Familie, umso mehr, da bin ich sehr optimistisch, gelingt es auch im Großen. Das Zusammenleben in der Gesellschaft ist auch leichter, wenn es im Kleinen funktioniert. Und wir sind ja fürs Kleine und fürs Große zuständig. Die Politik muss das Große machen, aber man kann auch nicht alles nur auf die Politik schieben. Wir sind auch für das Kleine alle miteinander mit zuständig für ein kinderfreundliches Klima und alles das, was dazugehört. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so geduldig zugehört haben. Ich danke der Stiftung. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und uns allen wünsche ich, dass wir nie nachlassen in den darum, ja, unsere Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Ein kleines bisschen von jedem ist ja auch schon was. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Hildebrandt, liebe Mitglieder des Vorstandes der Stiftung und des Kuratoriums, sehr geehrte Frau Bundesministerin AD, liebe Christine, liebe Hertha, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass Sie als aktiver Politiker so freimütig das Wort Kinderarmut in den Mund genommen haben. Das tun nicht alle, ganz wenige. Das Wort mag die Politik nicht. Da sehen Sie an vielen Kleinigkeiten, da gibt es Wissenschaftler, die im politischen Auftrage Gutachten machen und die sagen, es gibt gar keine Kinderarmut, sondern nur Familienarmut. Warum machen die das? Das Wort Kinderarmut hindert Sie in den Augen der ganzen Öffentlichkeit daran, einseitige, vorurteilsbeladene Schuldzuweisungen zu machen. Bei den Erwachsenen
Da sagen die, sind doch selber schuld. Sind faul, kaufen sich Flachbildschirme, rauchen, trinken Alkohol, haben nichts gelernt und wollen nicht arbeiten. Nicht bei den Kindern klappt die Schuldzuweisung nicht. Diese vorurteilsbeladene Schuldzuweisung funktioniert nicht. Und deswegen hören Sie das Wort nicht gerne. Es ist ja auch ein Wort, das Sie moralisch viel mehr trifft. In offiziellen Stellungnahmen formuliert man das jetzt anders. Ich bin jetzt eingeladen worden, vor 3 Wochen, zu einer Arbeitsgruppe des Deutschen Jugendinstitutes. Die hatte den dicken Titel Inklusion von Kindern in ökonomischen Risikolagen. So kann man auch über Kinderarmut reden, so wie ja auch die sozialen Brennpunkte heute statt einer mit besonderem Erneuerungsbedarf heißen. Das hätte Regine Hildebrand nicht gefallen. Die war für eine klare, deutliche Aussprache. Und deswegen müssen wir schon auf dem Wort Kinderarmut bestehen. Das beschreibt ja die Situation der Kinder, die auch Menschen sind. Nicht, die uns nicht gehören, sondern Menschen sind mit eigener Würde. Und das, was mich noch mehr bedrückt, das geht noch auf etwas anderes zurück, was mir am heutigen Tag einfällt, weil ich hatte zu Regine Hildebrand nur eine sehr schmale Beziehung, die beruhte darauf, dass mein Mitarbeiter im nordrhein-westfälischen Landtag später in ihrem Ministerium Abteilungsleiter wurde. Da gab es ja Fachleute-Transfer von Nordrhein-Westfalen nach Brandenburg. Und dadurch habe ich sie einige Male getroffen. Aber was ich dabei festgestellt habe, ist, dass wir ein gemeinsames Menschenbild hatten. Und die Frage mit dem Menschenbild und der daraus resultierenden Haltung, die kommt meines Erachtens in der gesamten Diskussion der Gesellschaft zu kurz. Es geht um ein Menschenbild, das darauf setzt, dass jeder Mensch auch in der größten Krise und der größten Not sich entwickeln kann, sich verändern, sich verbessern kann. Dieses Menschenbild kann wachsen aus einer christlichen Überzeugung, das kann aus einer muslimischen Überzeugung wachsen oder aus dem Humanismus oder aus anderen Gründen. Das spielt entscheidend keine Rolle. Es spielt eine Rolle, dass man ein solches Menschenbild verinnerlicht. Jeder Mensch ist ein unverwechselbares Geschöpf und er kann sich ändern, verbessern und entwickeln, wenn man ihm mit einer Haltung begegnet, die sich in Wertschätzung und Hilfsbereitschaft ausdrückt. Und Wertschätzung ist weit mehr als der oft geforderte Respekt, weil Wertschätzung aktiv ist. Und Hilfsbereitschaft ist weit mehr als Toleranz. Tolerant kann man auch neben dem Elend stehen. Und diese Frage von Haltung, die habe ich eigentlich gespürt. Und um die geht es auch heute. Ich möchte Ihnen da eine Geschichte erzählen, die ist mir vor 3 Wochen widerfahren. Da wurde ich in meiner Lobbyarbeit für den Kinderschutzbund um ein Interview gebeten vom Norddeutschen Rundfunk, vom Fernsehen, Regionalfernsehen für Niedersachsen. In einer kleinen Samtgemeinde im Landkreis Harburg hatte der Jugendausschuss beschlossen, dass in allen ihnen gehörenden 9 Kindertagesstätten die Kinder, wenn die Hartz-IV-Eltern den 1 Euro nicht bezahlt haben, den sie noch nach dem Bildungs- und Teilhabepaket da drauflegen müssen, dass die dann kein Mittagessen bekommen in der Kita und ohne Essen und Trinken dabei sitzen müssen, während die anderen Kinder essen. Wurde dazu um eine Stellungnahme gefragt und hat mich sehr klar geäußert. Heute stelle ich mir vor, welche Salven die hätten ertragen müssen, wenn Regine Hildebrand gefragt worden wäre. Dann, aufgrund des Interviews und der Öffentlichkeit,
meldete sich ein sehr reicher Mensch aus der Samtgemeinde und sagte, für dieses kommende Jahr übernehme ich schon mal die Kosten. Das haben die abgelehnt. Die haben gesagt, sie wollen die Eltern erziehen, indem sie die Kinder hungern lassen. Wenn immer sowas dann öffentlich debattiert wird, dann kommt so eine ganze Welle. Dann habe ich über 100 Mails und Briefe gekriegt in Deutschland, bei uns ist das auch so. Und zwei Fälle fand ich besonders interessant. In einer Kindertagesstätte in Süddeutschland, da ist es so, bei den unter Dreijährigen müssen die Eltern morgens die Windeln mitbringen, weil da ja viele Kinder noch nicht sauber sind. Und in dieser Kindertagesstätte war das so, wenn die Eltern morgens die Windeln nicht mit hatten, kam mit dem Kind in die Kita, das Kind freute sich schon über die Freundinnen und Freunde, Gleichaltrigen, und fing an zu spielen. Und dann sagten die, wo sind die Windeln? Und dann hatte die Windeln nicht mit. Und dann wurden die Kinder zurückgegeben, dann mussten die wieder nach Hause gehen. Da haben die sich keine Gedanken darüber gemacht, dass man bei Hartz IV 6 € bekommt im Monat. Für die gesamte Hygiene eines Babys, nicht nur für die Windeln. 6 € im Monat. Da muss das Kind normalerweise spätestens am 5. Tag des Monats die Verdauung einstellen, sonst wird's rund. Bei den Preisen für Windeln. Und das mit den selbst zu waschenden Windeln ist teurer. Und die Umweltschützer sagen sogar in der Ökobilanz schlechter. Heute sind natürlich die Preise für Wasser und Strom so, dass das auch nicht mehr billiger wird. Und dann kam ein dritter Fall, den fand ich besonders erschütternd. Eine andere Kita in Süddeutschland bekam ich dann einen Brief von Eltern. Da ist es so, dass wenn die den 1 € für das Mittagessen nicht bezahlt haben, den sie nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zusätzlich entrichten müssen, dann essen zuerst alle anderen Kinder. Und was dann übrig bleibt, dürfen die Hartz-IV-Kinder essen. Was mich seitdem umtreibt, übrigens, da haben das die Erzieherinnen beschlossen. Nicht die Politik, kein Jugendausschuss, niemand. Was mich seitdem umtreibt, ist die Frage, ist es schon so weit, dass wir bei denen, die zur Hilfe berufen sind und zur Unterstützung, schon eine Veränderung des Menschenbildes und der Haltung spüren? Haben die tatsächlich Erfolg, diejenigen, die in der Politik so Sprüche klopfen wie nach dem Hartz-IV-Urteil, wo gesagt wurde vom Verfassungsgericht, mit diesen Regelsätzen verletzen sie die Menschenwürde der Kinder in unserem Land. Das stand ja da drin, Verstoß gegen Artikel 1 und Artikel 20 des Grundgesetzes, wo dann gesagt wurde, das ist römische Dekadenz von Herrn Westerwelle. Ich erinnere mich, dass das Römische Reich nicht an der Dekadenz der Getreideempfänger und der Sklaven zugrunde gegangen ist, sondern an der Kaiserfamilien und den Senatoren und den Herrschenden. Aber die Interpretation der Geschichte dient ja auch immer der aktuellen Macht. Aber haben die Erfolg auch, die Medien so machen? Die in bestimmten Doku-Soaps den Menschen zeigen, wie arme Menschen ihre Menschenwürde selbst verletzen und ihnen dafür ein paar Euro in die Hand drücken und Verträge darüber unterschreiben lassen, dass das Reality sei und keine Schauspielerei? Haben die Erfolg? Ist es soweit? Hier in Bielefeld ist mir berichtet worden, Frau Professor Andresen, meiner Vizepräsidentin, die früher hier an der Universität gelehrt hat, heute in Frankfurt ist, wird immer erforscht bei den Eingangssemestern der Studentinnen und Studenten für Erziehungswissenschaften, wie vorurteilsbeladen die sind. Jedes Jahr stellen sie deutliche Steigerungen fest. Immer vorurteilsbeladener kommen die Menschen, die jungen Menschen,
ins Studium. Es ist der Universität Bielefeld zu danken, dass sie das tut. Die anderen erforschen das nicht. Meistens nicht. Die interessieren sich für die Fragestellung nicht. Das, was mich noch mehr umtreibt, ist, dass ich genau weiß, dass die Frage von Menschenbild und Haltung ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Qualität von Hilfe ist. Man hat keine Chance, wenn man Menschen verächtlich behandelt, wenn man sie bedroht. Es gibt ja auch in der SPD einen Dorfschulz, wie er sich selbst nennt, einen Bezirksbürgermeister, der immer fordert, wenn die Eltern das und das nicht machen, nehmen wir ins Geld weg, das Kindergeld. Drohen hilft nicht. Gar nicht. Wenn Sie wirklich wollen, dass Menschen sich grundlegend ändern und verändern, dann gibt es zu dieser Ansprache in Wertschätzung und Hilfsbereitschaft keine Alternativen. Und es gibt auch keine Alternative zur konsequenten Hilfe zur Selbsthilfe. Konsequent durchhalten, das ist übrigens viel anstrengender. Sie können bei einer Familie, die Sie entschulden wollen, wenn Sie für die gehen zur Sparkasse und verhandeln für die, sind Sie da vielleicht in einer Viertelstunde erfolgreich raus. Aber wenn Sie dabei sitzen und die tun das selber, müssen Sie vielleicht 5-mal dahin gehen. Aber es ist der einzige Weg, wie Sie sich emanzipieren können, wie Sie selbstständig werden können. Das gilt am meisten für Kinder. Weil Kinder haben ja eigentlich nichts anderes zu tun. Das ist der Zweck der Lebensphase, sich jeden Tag und jede Stunde ein kleines Stück zu emanzipieren. Für uns, liebe Kinderschützerinnen und Kinderschützer aus Bielefeld, gehört das zu unserem Leitbild, dass wir so arbeiten, seit Jahren. Ist unser Leitbild dieses Menschenbild, diese Haltung, diese Frage von Hilfe zur Selbsthilfe. Aber ich glaube, es muss das in der ganzen Gesellschaft werden. Und irgendwie müssen wir doch das hinkriegen, dass das auch die Politik begreift und die Öffentlichkeit. Als früherer Bürgermeister meiner Heimatstadt bin ich verantwortlich für dieses bekannte Dormagener Modell und reise viel durch die Lande und berichte darüber. Und dann gibt es viele Städte, da war ich schon vor 6, 7, 8 Jahren, und die machen das auch so. Aufsuchende Hilfe früh anbieten, so früh wie möglich. Sie haben auch tolle Netzwerke. Und dann haben sie trotzdem nicht die Erfolge, auch am Schluss nicht die ökonomischen Erfolge. Und wenn ich dann wieder dahin fahre, dann stelle ich fest, dass sie genau die Themen in ihren Netzwerken nicht besprechen. Mit welchem Menschenbild arbeite ich? Welche Haltung habe ich? Wie sieht meine Strategie aus von so früh wie möglich? Konsequente Hilfe zur Selbsthilfe, nur die ist menschenwürdig. Auch im Altersheim wird der Opa schon zu früh gefüttert, weil man keine Zeit hat. Anstatt ihm die Chance zu geben, selbst noch etwas zu tun. Und genau so ein Punkt, finde ich, hat viel mit dem Regine-Hildebrand-Preis zu tun. Welches Bild haben wir von Menschen? Welches Bild haben wir vom Kind? Und wie begegnen wir ihnen? Ich bedanke mich sehr für den Preis. Sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie alle gekommen sind, um die Preisträger zu ehren. Das ist mir jetzt in diesem Moment das Wichtigste. Und ich möchte noch was sagen, dass ich mich im Moment pudelwohl fühle. Pudelwohl unter Menschen zu sein, die irgendwie sehr viel mit Regine Hildebrand zu tun haben. Und insofern irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie irgendwie dabei ist. Weil das Menschliche, das Engagierte, dass man sich über sich hinaus, also für andere einsetzt,
Das spüre ich und das zollt mir einen tiefen Respekt und ein tiefes Wohlgefühl. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen zum Abschluss für unsere Stiftung Werbung machen, aber diese Werbung haben Sie, liebe Preisträger, für uns schon gemacht. Es bleibt mir nur noch zu sagen, auch wir brauchen ehrenamtliches Engagement. Auch wir brauchen weitere Zustifter. Wir sind hier in Bielefeld. Ihr, das heutige Publikum, ihr seid für mich die zukünftigen Zustifter. Bei uns kann man mitgestalten, mitregieren. Wir haben eine Stifterversammlung und wenn wir Geld sammeln und sei es auf dem Weihnachtsmarkt, da machen wir ja immer unsere Losbude für den Kinderfonds oder für den Bielefelder Sozialfonds. Und Unterstützung brauchen auch wir. Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind und freue mich, dass die Preisträger hier sind und Ihnen, der Laudatorin, die richtigen Worte gefunden haben und dass wir, lieber Pitt, wieder hier bei dir im Rathaus sein durften. Herzlichen Dank. Eins noch, wir hören jetzt also noch ein Abschlussstück von unseren Musikern. Das heißt Missing, selbst komponiert. Die haben noch ein anderes Stück heute, was Sie gehört haben, selbst komponiert. Das ist ja ganz toll, diese jungen Musiker. Heute Vormittag hatten zwei von ihnen Gitarre und, ich weiß jetzt nicht, Klavier, nennen wir es mal so, noch Abiturprüfung. Sie sind gelobt. Die Musik war 1A. Und die Note war, wie hieß es, 1 plus und 1. Also ich bin begeistert. Anschließend gibt es einen kleinen Imbiss. Ich bitte Sie noch ein wenig zu verweilen. Dankeschön.